Ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen heute auf irgendeiner komischen Map, haben das Skizzi-Sucher im Gepäck und ich werde heute über ein Thema reden, wo wir... Okay, der Chat hat Spaß. Wo wir über ein Thema reden, was jetzt vielleicht noch nicht so krass oft angepriesen wurde, was ich aber allerdings sehr, sehr wichtig finde. Und zwar habe ich vor gut 2 Tagen ein Video, einen Kommentar auf meinem Video gesehen, wo geschrieben wurde, yo, du fuckst Unge, weil Unge macht auch Endergames und deswegen darf ich jetzt kein Endergame spielen, weil ein anderer großer YouTuber auch Endergame spielt. So. Also erstmal, ich bin seit einem Jahr ungefähr Ender Games, mit keinen großen Pausen dazwischen. Und nur weil Simon jetzt wieder aktiv angefangen hat, Ender Games zu spielen, ist es einem verboten, den gleichen Spielmodus zu spielen, der für alle Spieler frei ist, der für alle YouTuber zugänglich ist und auch zum Aufnehmen gedacht ist. Ich verstehe das nicht, Leute. Dann dürfte hier kein einzelner YouTuber mehr irgendeinen Spielmodus spielen, der irgendwo schon mal auf YouTube zu sehen war, weil wenn das so ist, ist es ja direkt ein Faker. Vor allem, ich meine, das kann man jetzt bei einem deutschen Server nicht sagen, aber vor allem amerikanische YouTuber machen es doch oft vor. Die machen doch meistens irgendein Spiel oder Let's Play in irgendein Spiel und eine Woche später gibt es auf irgendeinem deutschen Kanal dasselbe. Aber warum ist es dann genau in der Minecraft-Community so, dass teilweise einfach anderen kleinen YouTubern das nicht mehr gestattet ist, Videos zu machen, die es aber vielleicht schon mal irgendwo auf dieser Welt gibt? Oh mein Gott, das war knapp. So, zack. Ich enchante lieber mal, ne? Das war ein Techniker, der Typi. Was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier? Bogen habe ich schon, das reicht. Ist es denn wirklich kleineren YouTubern nicht gestattet, auch Videos zu machen, die es aber schon gibt, aber vielleicht anders geschnitten sind oder einfach ein anderer Kommentarstil dahinter steckt? Das sind so Sachen, die ich wahrscheinlich niemals verstehen werde. Ich will die Diamanten haben. I want the diamonds. Now. Ich mach das voll sneaky. So, oh, ich kann mir eine Diamantbrust machen. Jö. So, nice. Und dann kann ich mir noch einen Eisenhelm machen. Nice. So, also das finde ich echt schade. Vor allem, weil ich zum Beispiel auch bei Dena gesehen habe, weil er jetzt Ark macht, wurde auch voll oft geschrieben, jetzt machst du auch Ark, so viele Leute haben schon Ark gemacht und ist schon langweilig und so weiter. Leute, es gibt eine Möglichkeit auf YouTube, wenn man jemanden nicht mehr gucken möchte, die nennt sich deabonnieren. Und da klickt man drauf. Leute, die es abonnieren geschafft haben, die werden das deabonnieren 3-mal schaffen. Und deswegen, wirklich, wenn ihr was nicht sehen wollt, dann guckt es einfach nicht. Ihr seid ja nicht gezwungen, weil ihr Abonnent seid, jedes einzelne Video gucken zu müssen. Ihr seht es doch am Thumbnail, was es für ein Video ist. Ihr seht es ja. Es ist ja nicht so, als ob ihr das nicht sehen würdet. So, den habe ich. So, den habe ich auch. Kacke, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich weg. Okay, der wird sich den Stuff jetzt grabben. Kacke. Wo ist der denn? Oh mein Gott, so. Da kommt jetzt noch einer. Alter, was ist das für eine Massenschlacht hier? Ohne Witz. Nein, ich muss weiter, ich muss weiter. So, tschüss, Enderperle, tschüss. So, gut, Thomas, du bleibst jetzt erstmal hier oben und hast Spaß. Und kommst jetzt erstmal runter. So, Schärfe. Zack, das heißt, das kann weg. Und dann machen wir uns gleich beim nächsten Port nochmal eine schöne, knackige, einen schönen, knackigen Goldapfel. So, genau. Also es ist mir echt wichtig, das zu sagen an euch, dass ihr einfach, wenn ihr so jemand seid, der das schon mal irgendwo geschrieben hat, dass ihr das einfach nicht mehr in Zukunft schreibt, weil ich meine, es erfreut weder den Videomacher noch
den, der als allererstes dieses Video gebracht hat, dass sowas bei anderen geschrieben wird. Es ist einfach unnötig, ja. Und Leute, ohne Witz, es macht doch keinen Spaß zu lesen, dass man ein Faker von irgendwas wäre, obwohl das überhaupt im Prinzip gar kein Fake ist, sondern einfach nur der gleiche Spielmodus, nur auf einem anderen Kanal. Dann dürfte man ja im Prinzip, wenn ich jetzt sage, die GTA-Story, die eigentlich überall gleich ist, dann dürfte man die ja auch nirgendwo mehr hochladen, weil die gab es ja schon irgendwo auf einem Kanal. Deswegen darfst du ja nur ein einziger Kanal haben. Also versteht ihr jetzt, was ich meine? Es ist teilweise unlogisch, was gesagt wird. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass es in Zukunft nicht mehr so ist und dass einfach alle Leute, was das betrifft, einfach ein bisschen chilliger sind. Und ja, weil ich meine, bei einem Revi liest man ja auch nun mal nicht, yo, Endergame, du darfst es nicht spielen, weil du bist sonst ein Faker. Eben weil er so gut in Kontakt mit Simon ist und vielleicht im gleichen Haus wohnt oder was auch immer. Ich kenne Simon auch, nur das wissen nicht viele. Aber dass man deswegen dann so Vorurteile hat und dass man deswegen jemanden sagt, er sei ein Faker, weil der und der da spielt. Also ich glaube, das ist genug. Leute, kacke, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Scheiße, jetzt muss ich weg. Jetzt habe ich aber Speed. Kacke, jetzt muss ich weg. Goldapfel. So. Okay. Nochmal ein Goldapfel. Oder warte, ist das der letzte? Ja, er ist der letzte. Aber er ist jetzt im Wasser, jetzt kann ich im Bow spammen, sondern ein bisschen ärgern. So, oh mein Gott, ich hatte nämlich gerade nicht meine Hose an. Das war ziemlich knapp. Er ist auf jeden Fall verletzt, das merkt man. Weil sonst hätte ich jetzt keinen Speed. Das heißt, er ist unter der Hälfte seines Lebens. Kacke. Nein, ich muss weiter. Ist er... So. GG. So, gut. Die Runde haben wir gewonnen. Also wie gesagt, Leute, ich bitte euch, bitte, seid nicht so naiv und denkt nicht, man klaut einen Spielmodus, nur weil man das Gleiche hochlädt. Es ist einfach mal so, auf YouTube gibt es mehr Auswahlmöglichkeiten und findet ihr das nicht gut, wenn zum Beispiel ein YouTuber einen Spielmodus macht und der andere macht es einfach wieder komplett anders oder hat einen anderen Kommentierstil oder spielt anders oder, wisst ihr? Jeder ist anders und deswegen sage ich euch einfach Leute, wenn ich die Auswahl hätte zwischen mehreren YouTubern, die den Spielmodus spielen, würde ich doch auch den gucken, den ich dann am liebsten für den Spielmodus sehe und den anderen dann vielleicht wieder bei einem anderen Spielmodus. Aber ihr habt auf YouTube die Möglichkeit, auf das Video zu klicken, was ihr wollt. Aber dann zu schreiben, du fakest den und den, nur weil man den gleichen Spielmodus macht, das ist echt schade. Aber ja, ich hoffe die Mitteilung... Sorry. Ich hoffe, dass die Mitteilung angekommen ist. Und dass ihr gerne mit mir in den Kommentaren drüber diskutieren könnt, wenn ihr Lust habt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, haut rein und ciao, Leute. Puh.